Hallo meine lieben Freunde, ich bin's, euer Odo und ich melde mich nach ewig langen Zeit wieder mal mit einer Nachricht vom Kanal zurück. Ich habe ja jetzt in letzter Zeit relativ regelmäßig meine Thief Comparisons hochgestellt und dazwischen auch ab und zu mal die Gloomhaven Partien. Die sind offensichtlich nicht immer so perfekt gelaufen beim Aufnehmen, ich weiß nicht genau. Gestern habe ich noch eine Runde aufgenommen, habe ich gedacht, und dann waren keine Videos da, was natürlich irgendwie blöd ist. Das heißt, wenn ihr euch das von gestern anschauen wollt, oder von vorgestern eigentlich, Entschuldigung, dann müsst ihr euch das auf dem Twitch-Account von meinem lieben Freund Schweiger anschauen. Ja, sonst müsst ihr einfach warten bis nächsten Donnerstag. Da ich nicht so viel zum Spielen gekommen bin in den letzten Monaten, habe ich deswegen auch nicht täglich hochgeladen. Einfach deshalb, weil ich nicht nachkomme mit dem Spielen. Ich habe allerdings ein neues Spiel, ist vielleicht ein schlechtes Wort, noch ein Adventure runtergeladen. Das habe ich im Sale um 2 Euro gekauft. Also so gesehen ist es jetzt kein großer Verlust, wenn ich es nicht durchspiele. Und zwar von den von Dedalic Entertainment. Ihr könnt euch hoffentlich erinnern, dass ich damals Edna bricht aus runtergeladen habe. Ich habe jetzt die ersten 2 Folgen aufgenommen. Das Ding nennt sich, wie nennt sich das Ding eigentlich? Irgendwas mit Rabbit. The Adventures of the Rabbit? Oder sowas in die Richtung. The Mysterious Rabbit? Verdammt. Ich verlinke unten das Spiel dann. Auf jeden Fall, ich habe, wie schon gesagt, die ersten 2 Folgen aufgenommen. Ich habe genau nicht reingeschaut, bevor ich aufgenommen habe. Und ich habe auch jetzt quasi nur die Ahnung von der 1 Stunde Spiel, die ich gespielt habe. Weiß ich nicht genau, ob es lustig wird. Ich glaube, es ist mit weniger Detailliebe als Edna bricht aus gemacht worden, und zwar Detailliebe im Sinne von Spielmechanik, wie zum Beispiel, wenn ich irgendetwas miteinander kombiniere, dass irgendein witziger Kommentar kommt. Also das, also das Skript ist um einiges, einfacher gehalten. Ich glaube, das muss man wahrscheinlich auch machen, wenn man erfolgreich und günstig solche Spiele machen will, weil das muss, glaube ich, Unmengen gekostet haben, das zu animieren und zu scripten. Edna bricht aus. Das will ich mir gar nicht vorstellen, wenn man sich ja für jede Kombination, die in irgendeiner Form möglich ist, ja was überlegen muss. Ja, muss ich sagen, finde ich gut, dass es bei Edna gemacht wurde. Kann ich nachvollziehen, dass es nicht bei anderen Spielen gemacht wird. Was ich an dem Spiel mag, ist die atmosphärische Musik und der Zeichenstil gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Er erinnert ein wenig, also vielleicht ganz, ganz schwach auch an den Zeichenstil von Don't Starve. Das ist ja auch bei Don't Starve recht nett. Jo, schaut es euch einfach an. Ich werde heute oder morgen die erste Folge hochladen. Und dann schauen wir einfach weiter. Das Thief Comparison mache ich schon noch fertig. Wie schon gesagt, das hängt auch immer davon ab, wie viel ich zum Spielen komme. Derzeit habe ich genau 2 oder 3 Videos insgesamt auf Halde. Und nur eins davon ist das Thief Comparison. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt diese Wochen etwas häufiger zum Aufnehmen noch komme. Na gut. Noch ein kurzer Hinweis, da ist gerade ein Kind vorbeigelaufen. Es ist jetzt gerade aufgewacht, obwohl wir mitten am Tag haben. Aber ich habe sicher nicht zu laut aufgenommen. Egal, auf jeden Fall. was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, stimmt. In eigener Sache noch, weil ich mir gestern die Science Busters angeschaut habe, eine Folge, kann man das so sagen? Ich war im Theater, naja, wurscht. Kann ich nur empfehlen, Herrschaften.
Immerhin bin ich Naturwissenschaftler und ich möchte, dass ihr euch alle naturwissenschaftlich interessiert. Also lernt mehr und schaut euch mehr an, damit ihr mehr wisst. Ja, das war's schon von meinem Ding, von meinem News wieder. Ach ja, ich lasse alle Achtklässler grüßen. Es war ganz nett, dass ihr mitgekommen seid zur Zotterfabrik letztens. Ich fühle mich immer wieder sehr erfreut, wenn ich irgendwelchen Kindern was Neues zeigen kann. Und viele von denen kannten die Zotterfabrik noch nicht. Ich hoffe, das war ganz okay für euch. Für mich auch. Aber das wäre nicht ich, wenn ich euch nicht in irgendeiner Form beschimpfen würde. Ihr werdet die Matura nicht schaffen. Na, vielleicht der eine oder andere schon. Vor allem die sechs, die dann bei mir mündlich maturieren, werden es hoffentlich schaffen. Damit ich sie dann ins Tal der Tränen schicken kann. Bis dann.